Ja, hi, willkommen, mein Name ist AniRollP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Dragon Ball Xenoverse 2. In der letzten Folge haben wir gegen den maskierten Saiyajin, Tower, Mira und mich selber gekämpft und gegen Vega Yamcha. Und ja, wie man sieht, ich stehe vor Ginyu. Von denen habe ich noch nicht das Training abgeschlossen, sollte ich vielleicht mal machen. Ich sollte ehrlich gesagt von den anderen Leuten, die ich bisher hoch trainiert habe, auch das Training erstmal zu Ende machen. Weil sonst habe ich irgendwie, weil nicht die ganzen Meister am Ende nur noch und das will ich nicht. Deswegen sei mein Meister, Ginyo. Aber gut. Na komm her. Was ist los? Wärst du enttäuscht von der Spezialaktion, die ich nur für dich ausgedacht habe? Ich dachte, das wäre für dich kein großes Problem. Was stimmt etwas nicht? Verstehst du dich mit den Rest des Ginyo-Sonderkommandos nicht? Nein, das kann nicht. Rikuma hat mir gesagt, wie toll du bist. Also hat er einen anderen Grund. Hat es einen anderen Grund. Ich dachte, du würdest gerne kämpfen und wärst ziemlich stark, aber so hätte ich dich nicht eingeschätzt. Wenn du bei mir trainierst, kann ich deine Kraft in deinen Fähigkeiten im Kampf noch weiter steigern. Wir werden viel Spaß haben, wenn ich dir aus dir einen großen Krieger mache. Ich freue mich schon darauf. Schön, dass du das Training magst, aber du magst es etwas zu sehr. Wie willst du auf Mission gehen, wenn du andauernd trainierst? Als Jedi sagt, musst du mir sofort bereit sein, wenn Lord Free seinen Befehl erteilt. Ja, ich weiß. Entspann dich also, nachdem du geübt hast. Das ist ein Befehl des Captains. Ganz früher, bevor ich Captain des Kommandos war, hat mich Kula in seinen Trupp geholt. Ich habe gegen Salza erkämpft, um Captain zu werden und verloren. Dann machte Lord Freezer mich zum Captain des Ginyu-Sonderkommandos. Warum rede ich plötzlich über meine Vergangenheit? Tu einfach so, als hätte ich nichts gesagt. Boah. Okay, dann zeig mal. Komm, bei denen kriegen wir natürlich Posen. Ja, stimmt. Ja, übrigens, falls euch der Part gefällt, könnt ihr ein Like, ein Abo, einen Kommentar oder sonst irgendwas hinterlassen, um den Kanal weiter zu helfen. Und ja. Ja, wie gesagt, ich will erstmal hier einige Meister aus mir kommen, weil wenn ich jetzt die Story und die Parallelquests alle fertig mache, ich habe ein paar neue Parallelquests und so übrigens zur Verfügung, dann ja, habe ich am Ende nur die ganzen Dingens hier noch übrig, die Meister, und ich will halt nicht alles am Ende machen, ich will halt so zwischendurch. Dann kommen wir so, wärst du gegen englische Angriffe eine ganze Zeit lang automatisch ab. Ja, ich sehe es. Warte, ich dachte, Angriff werden abgewehrt. Ja. Im Kampfpose F. Ja, die Kamera echt zu einem so rüberschwenken. Das ist einfach nicht. Mein Gott, das war einfach. 2 Minuten. Wie war das nur? Ja, Rating-System hier, ne? Das bereitet mir Kopfschmerzen. Ich habe schon Kopfschmerzen. Das muss also nicht sein. Die Musik ist dramatisch. Vielleicht sollten wir etwas Story weiterführen, aber lass mal. Boah, du hast gegen alle 4 alleine bestanden, obwohl ich versucht habe, dir zu helfen. Alle wären beeindruckt von dir. Waren beeindruckt von dir. Das muss doch Musik in deinen Ohren sein. Betreue ich der Abschied auch sein mag, aber das ist für euch heute erstmal alles an Training. Als Elite-Mitglied des Kommandos erwarte ich von dir, dass du morgen wieder bereit bist. Müdigkeit wird hier nicht geduldet. Wenn man schön ist, hast du das Warten, ruh dich gut aus. Bin fertig. Ruf sie aus, hältst du Fortschritt gemacht. Ausgezeichnet, deine Anstrengungen waren nicht vergebens. Okay, also es wird Zeit für die nächste Lektion. Diesmal kämpfst du gegen mich, 1 gegen 1. Kinderspiel, oder? Nicht so schnell. Heute gilt eine besondere Regel. Du musst die Trainings mit einer Technik meiner Wahl absorbieren. Wisst ihr, wie ich den Kampf um eine ganz neue Dimension erweitert habe? Hat das dein Herz zu Rasen gebracht? Was? Du meinst, du hast sowas schon mal gemacht? Boah, ich dachte, ich wäre originell. Ich trete nur ungern in die Fußstapfen anderer, aber das dient alles dazu, dich stärker zu machen. Und ich bin jetzt bald in dieser Spezialkunst. Beginnt jetzt! Ja, da bin ich irgendwie an Might Guy aus. Oh Gott, nicht der Angriff. Might Guy aus Garoto. Die Kraft der Jugend wird explodieren. Irgendwie so kommen die ganzen Sprüche von denen rüber.
Okay, wenn ich für jeden so 5 Minuten brauche, dann kann ich ja echt ein paar Meister hier abgreifen. Heute in dieser Setzung. Weiter eine langsame Kirche. Ja, ich weiß. Also, dann kriege ich jetzt den Körper tauschen, ne? Was ist das? Oh, ja. Nicht? Mein Plan ist aufgegangen. Wie war das? In das Rating in diesem Spiel. So muss man ja nicht irgendwie alles auf Z bekommen oder so, um Trophäen oder irgendwie sowas freizuschalten. Du wirst ja voll durchdrehen. Vor allem der Kampf gegen Yamshu letztens, welcher schwer war, und dem ich Items wie blöd eingesetzt habe und einmal K.O. gegangen bin, den habe ich auf Z geschafft. Was für einen Sinn macht denn das eigentlich? Du hast dich gut an die Regeln gehalten. Das verlangt nach einem freundlichen Klaps auf den Hintern. Übrigens, die Technik, die ich dir diesmal beigebracht habe, wurde von mir selbst entwickelt. Die anderen besitzen ihre eigenen Spezialtechniken, aber du kannst noch, da du noch keine hattest, wollte ich dir helfen. Du nutzt sie ja als Modell. Schon bald wirst du deine ganz eigene Spezialtechnik erfinden können. Wieso? Alles, was ich tue, ist zu deinem Nutzen. Du sollst aber anderen die Technik, die ich dir gerade beigebracht habe, nicht zeigen. Wenn sie das herausfinden, blicken sie total aus und greifen dich an. Fangen wir an. Das scheint mir zwar viel zu früh zu sein, aber die heutige Prüfung ist deine letzte. Kein Grund, so glücklich zu sein. Spar dir deinen Jubel für später auf. Genau zu dieser Herausforderung unterscheidet sich nämlich stark von dem bisherigen. Und zwar, weil ich meine mächtigste Technik beibringen werde. Damit gehe ich und etliche andere ein großes Risiko ein. Ich bringe sie nur da, weil ich großes Vertrauen in dich habe. Ich glaube, es wäre ziemlich gut, wenn du diese Technik beherrschst, also enttäusch mich nicht. Okay, genug geredet. Körpertausch. Muss irgendwie. Gibt es echt irgendwie Online-Spieler, die Körpertausch hier einsetzen, um den Charakter als Gegner zu klauen? Sich selber irgendwie gar nicht aufmotzen, ja, mit Attributen und so und klauen dann einfach den Körper von jemandem, der 85 ist oder so. Tauscht alle Attribute und Fähigkeiten mit den Gegnern. Oh mein Gott. Das ist so komisch, mit jemand anderen hier zu kämpfen. Mein Gott. Das geht aber. Jetzt gehen wir mal Körper wieder. Hat er mich ausgelacht? Jetzt gehen wir mal Körper wieder, verdammt. Mein Gott. Das ist doch einfach nur merkwürdig. Aber 2 Ausbilder müssen wir noch schaffen. Schießen müssen wir weiter und ja, das ist egal. Ja, hervorragend, du konntest meine gesamten Speziallektionen absolvieren. Ich war noch nie so bewegt. Das muss bedeuten, dass ich immer noch der Stärkste bin. Ha, das hätte ich wohl gerne. Es ist mir eine große Ehre, dich als 6. Mitglied des Skinion-Sonderkommandos willkommen zu heißen. Und zumindest wäre es mir eine. Leider wurdest du abgelehnt. Ha, du hast beinahe geglaubt, was? Du dachtest, du würdest aufgenommen? Oh nein, das wäre zu einfach. Und sei nicht enttäuscht, jetzt kommt der rote Teil. Ich werde Lord Freezer vorschlagen, dir dein eigenes Kommando zu übertragen. Ich werde das Skinion-Sonderkommando und du wirst Captain einer ganz neuen Truppe. Das ist ein Nero-Kommando. Wir werden beide die Pfeiler von Lord Freezers militärische Stärke sein. Was sagst du dazu? Klingt doch besser, als nur einem Lakai zu werden, oder? Wenn du das möchtest, sag einfach Bescheid, dann werde ich sofort mit Lord Freezer sprechen. Bis dahin solltest du ausführliche Gedanken über die perfekte Pose für deine Truppe machen. Alle haben die gleiche Pose. Dann wird Ginyu ausflippen wahrscheinlich. Hi. Sieht irgendwie um mich aus. So, Pan, lass mal mit dir reden. Nee, ich kann nicht mit dir reden. Verdammt. Das ist die einzige Möglichkeit, wie ich ihr, weiß ich nicht,
Im Wald in der Höhe. So, aber Gotenks ist auch hier in der Nähe. Jo. Sag mal, Meister. Okay. Meister Gotenks, lehre mir was. Hey, du bist ein ziemlich großer Fan von mir, hm? Darum willst du mein Schüler sein, richtig? Garantiert. Hey, du musst mir nicht sagen, ich weiß, dass es so ist. Mann, ich werde ganz rot. Okay, wenn du ein großer Fan von mir bist, muss ich doppelt so hart mit dir trainieren wie mit anderen. Von träumst du auch, oder? Komm schon, du kannst ruhig ehrlich zu mir sein. Du bist ein großer Fan von mir, stimmt's? Dann musst du versuchen, so cool sein wie ich. Okay, Zeit für eine ganz spezielle Lektion. Zeig mir deine coolste Haltung. Was ist los? Wird wohl zu gebannt von meiner Genialität? Ich bin es bewegen. Aber ich bin irgendwie im Dialog gerade. Also, gut, ich denke, bei einer richtig coolen Haltung bin ich aus. Mache ich gern. Du schaust ja ziemlich oft vorbei. Ist dir langweilig? Ah, verstehe. Du musst mich echt toll finden. Auch zu Schiffchen? Naja, dann bin ich... was? Das bin ich bei meinen Status schon gewohnt. Aber ich mag ja dich auch als Schüler. Du bist mein bester Schüler. Okay, lass uns trainieren. Wenn du noch besser abschneidest, kriegst du vielleicht ein Autogramm. Du bist also ein Zeitsoldat. Machen die Bösen nicht das Leben schwer? Wenn dich jemand belästigt, sag mir Bescheid. Für dich mache ich sie alle platt wie Pfannkuchen. Warum ist das so überrascht? Was soll ein Anführer für seinen Anhänger sonst tun, hm? Okay. Na, das werden galaktische Donuts. Dann stirb Todesraketen. Haben mir gute Dienste erweist im ersten Teil. Aber jetzt habe ich andere Angriffe. Ja, ich möchte nicht eine Kopie vom Dingens sein, hallo? Vom ersten Charakter. Wenn der dritte Teil rauskommt, welcher der beste wahrscheinlich sein wird, würde ich mir wieder was anderes ausdenken. Aber es wird immer noch ein Saiyajin bleiben. Okay. Jetzt habe ich einen erschütternden Ring. Ja, ich kann mich ja nicht verwandeln, stimmt. Galactic Donuts. So ein Angriff, mit dem man nichts trifft, geil. So ein Rollangriff von dem, wie er sich seitlich rollt. Nein. Wurde davon getroffen, ehrlich. Oh, nein, das gibt's nicht. Jetzt gut, aua. Falscher Angriff. Jetzt muss ich euch nicht alle damit erledigen. Was ist das? Also, für den man nichts hat, ey. Wer hier mit schon eher? Laut. Also, was soll ich mit den Folger? Ja, die schaut schon eher. Oh, ich muss gar nicht dingen. Ich kann von am Ende, okay. Ich hab dich ausgewählt, verdammt. Wie konnten die sich in einen dreifachen Super Saiyan verwandeln? Ihr wisst schon, die Form, für die Son Goku Steiner trainiert hat. Und die er noch nicht mal kontrollieren konnte, richtig. Dass er auf der Erde eingesetzt hat. Wie zum Teufel haben die es geschafft, einen dreifachen Super Saiyajin zu sagen? Vegeto müsste locker sich in einen dreifachen Super Saiyajin verwandeln können. Nach der Logik. Nicht schlecht für den Kampf gegen Bo. Die waren zwar ziemlich klein, aber trotzdem. Im Multiverse kann er sich in einen dreifachen verwandeln. Außerdem bin ich nach dem vielen Trainieren am Verhungern. Machen wir Schluss für heute und essen was. Kein Interesse? Bo, du bist echt anstrengend. Bin ich Bo? Hab ich gerade Bo genannt? Damit sagen, ich bin fett. Oh, das ist so ärgerlich. Was mache ich nur? Oh, du bist es. Perfekt. Ich meine, Zeit für eine Lektion. Heute kämpfst du gegen viele kleine Gegner auf einmal. Nein, das ist nicht das gleiche wie letztes Mal. Diesmal geht's gegen Cell Juniors. Achte auf deine Deckung. Ich werde nicht simpelig mit dir sein. So viel ist sicher.
Okay, Entschuldigung. Stirb schnell, Raketensalbe. Hey, den Angriff habe ich schon. Weil ich den aus dem ersten Teil rübergenommen habe. Okay. Ich habe schon gezeigt in der letzten Folge. Meine Statue, also nicht meine Statue, mein Hologramm ist weg. Gotenks wird besiegen. Nein. Aber das ist wenigstens ein Angriff, der gut ist. Ist ja nur mehr abziehen. Oh Gott. Finger weg wie Popcorn. Ah. Ja, verdammt. Wie kann Katze der Attacke auf Kreis, verdammt. Alle? Ja. Was soll ich sagen? Komm her. Stell dich nicht so an. Oder hier mit einer Kombo gehabt hat. Ja, so. Ja, von Trips. Boah, keiner von Trips natürlich doof. Das ist ja das. Boah. Die nächsten Folge jetzt. Warum klinge ich wegen Son Goku, wenn ich mich auflade? Oha. Oha. Alter, ich will auf den los. Meine Güte. Zuckerface, ja? Ah, ich warte. Jeder greift mich an, nur nicht der, auf den ich hier losgehe. Oder was? Au, au. Man dreht da gefällt um. Besser. Doof. So, weg mit dich. Oh Gott. Ist auch runtergefallen. Ja, jetzt kommt eine super Ghost Kamikaze Attacke wahrscheinlich, ne? Super Ghost Kamikaze Attack! Ja. Wo ich ausgeleitet bin, ja. Boah, gar nicht mal so übel. Wenn ich so sein hätten diese Zellgenossension unter Kontrolle, an dem ich gerne spiele, dann habe ich mich überlegt, dass ich mich heute um sie kümmern werde. Ziemlich clever, hm? Du hast immerhin eine solche Technik gelernt. Irgendwie nicht. Es ist alles gut gelaufen, oder? Nö, die Technik kann ich schon. Jo, ich habe auf dich gewartet. Lass uns heute etwas Spaß haben. Hey, du bist um einiges stärker als letztes Mal. Ich muss an meinen Training liegen. Hahaha. Aber vergiss nicht, sei nicht zu schnell zufrieden. Bring mir dieses letzte Training hingetan und so, ich kann dir sowieso nichts mehr beibringen. Mein Training war nicht so gut, wie meinst du das? Entschuldige, ich bin ein genialer Lehrer. Vielleicht weißt du einfach nicht, wie gut, weil du kein... Was gut ist, weil du kein Profi bist. Ha, haha. Wie auch immer, das letzte Training wird anders. Diesmal kämpfe ich richtig gegen dich. Sag Bescheid, wenn du bereit bist. So, Super Ghost, Super Kamikaze Attack. Weil ich meinen richtigen Namen. Ja, was soll's. Diese Mini-Details achtet doch kein Schwein. Okay. Ja, 5 Geister. Und zack. Ja,
Ja, kann mich ja gar nicht mehr sagen. Ich wollte mich dreimal super sagen, von meinem Lustig von Gotenks, aber naja. Treffe ich damit was? Dauert schon wieder ewig die Attacke. What? Irgendwie wurde nicht abgefeuert. Den Automat, ich wollte schon sagen, abgefeuert, nachdem ich wieder neue gemacht habe. Ein Meister schaffen wir noch in 9 Minuten, ja, knapp. Ah, was soll's. Okay. Haha, tja, damit ist mein Training zu Ende. Ich kann dir nichts mehr beibringen. Ich bin wirklich stolz auf dich. Haha. Ja, vielleicht kann ich dir nichts mehr beibringen, aber du schaust trotzdem hin und wieder mal vorbei. Du, ich werde schließlich immer dein Lehrer bleiben. Hast du verstanden? Versprich es mir. Du, ich gehe. Ich gehe. Okay. Nächste Meister, den man noch brauchen, den ich machen kann, ist hier. Wallhit könnten wir eigentlich auch machen, aber lassen wir das. Den kann ich, glaube ich, schon alle Dinger machen, als ich nachgeguckt habe hier bei dem. Na, Thales. Ja, die sahen ein bisschen komisch aus da oben, ich wollte schon sagen. Sei mein Meister. Das ist für mich, was? Also irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir uns ziemlich ähnlich sind. Als Heißer machst du den Eindruck, dass du erfolgreich bist und dein Job wichtig ist, aber... Du hast sicher große Träume, oder? Die Welt zu bereisen, zu tun, was dir gefällt. Hehe, ich mache nur Spaß. Guck nicht so. Ich trainiere dich doch. Keine Sorge. Du bekommst eine umfassende Ausbildung. Hey, ich freue mich darauf, deine Fähigkeiten zu sehen. Ich soll alle mal lachen, was soll das? Als Zeitsoldat kannst du zwischen verschiedenen Punkten in der Zeit hin und her reisen, oder? Das bedeutet, du kannst Dinge in allen Zeiten zerstören. Hehe, ausgezeichnet. Was meinst du, wenn wir zusammen reden, könnten wir das ganze Universum in allen Epochen beherrschen? Du sollst wirklich zu mir kommen, wenn du mit mir trainierst. Verstehst du? Wie gut es sich anfühlt, auf der Seite des Bösen zu stehen. Weißt du, warum ich mit dir mit deinem Training helfe? Weil du ein Schurke wie ich werden sollst. Ich verstehe nicht, was du gegen dieses Leben hast. Mit deiner Stärke könntest du jeden unterwerfen. Aber ich gebe dich nicht auf. Irgendwann zeige ich dir, wie sehr du dich geirrt hast. Es gibt Dinge, die ich dir gerne beibringen will. Zum Beispiel die vielen Möglichkeiten, wie du deine Freizeit verbringen kannst. Sehr Verschwendung, wenn du nicht selbst sein könntest, wenn wir zu den Sternen reisen. Mach dir keine Sorgen. Wir sind Freunde. Ich kümmere mich um dich. Du warst aber nett. Hehehe, da war schon wieder. Er hat schon wieder gesagt. Todeskiller. Todesschnitze. Muss ich mal wieder bei YouTube gucken. Das ist so verblödet. Der Klingone. Na, okay. Er will jetzt vernünftige Angriffe. Aber natürlich. Ja, Meister Thales. Genau, Meister. Goku Black ist viel cooler. Ja, dann finde ich Goku Black richtig cool. Der besten Bösewicht aller Zeiten. Finde ich. Ja, jetzt habe ich das Problem, wenn ich dich nicht mehr mit den Dingens angefangen habe. Hoff. Ehrlich. Ich verstehe nicht, warum Dragon Ball Super so gehasst wird von allen. Die Leute, die sagen sogar, das ist schlechter als Dragon Ball GT. Das verstehe ich irgendwie gar nicht. Beim GT ist schon vorbei. Und Super läuft gerade noch. Wie kann man denn das sowas schon behaupten? Wenn da irgendwie so 160 Folgen oder so angekündigt sein, kann sich noch viel ändern. Aber Leute sagen jetzt schon, ja, das ist schlechter als GT. Aber ich sehe irgendwie nie irgendwie einen Grund. Deswegen.
Also immer YouTube-Kommentare und so alles. Naja, aber ich sehe nie irgendwie einen Grund, wieso. Da würde ich mal gerne wissen, wieso. Ja, perfekt. Ich will sagen, dir steht eine große Zukunft so vor. Weiter so und wer stärker. Wenn du im Tempo weitermachst, bekommst du etwas wirklich Leckeres von mir. Nicht von deiner Machtbaum eine Frucht oder was? Okay. Was? Die echte Frucht des Machtbaums, was? Macht das mit mir? Ich stärker, ne? Und auch so eine dunkle Aura oder so. Mal schauen. Man braucht die Frucht des Machtbaums, um Attribute vorbeigehen zu stellen. Wenn du die Taste drückst, nachdem die Frucht gegessen wurde, bewegst du dich von Gegner und greifst ihn im Nahkampf an. So, ich dachte, auf ihn dann direkt an. Da war schon. Oh, fang mich ein. Ich habe Höhenangst, alles tief. Braut. Also darf ich den ganzen Baum fressen, ne? Hätte mir nur ich aus meiner Tasche so einen Baum. Fress da so ein paar Blätter weg. Wie so ein Dinosaurier. Boah. Okay. Genau das erwarte ich von meinen neuen Mädchen. Ja, das war perfekt. Froh, dass ich einen Freund habe, der stark genug ist, einen Idioten mit Schlag zu besiegen. Das Anerkennung dafür, dass du mich hier angeschlossen hast, mache ich dich zur Nummer 2 in meiner Armee. Ja, du weißt so, ich habe auf dich gewartet. Bevor wir diesen Planeten verlassen, wollte ich dir noch eine Spezialtechnik zeigen. Wir sind Krieger und einander sehr ähnlich. Ich glaube, dir wird diese Technik großen Spaß machen. Dieser Ding ist, ne? Meteorknall. Ich dachte, dieser Ring wäre irgendwie den seine Erkennungsattacke. Oder ist das dieser Ring? Müsste eigentlich sein. Diese rote Ringattacke, ne? Oder auch nicht. Er sagt ein Bär vor den Charakter, die Keks und zerstört. Und tatsächlich erneut drückst, weißt du einen schnellen Keks für so einen ab. Das war's voll wert. Noch mal. Soll ich dann auch damit abwehren? Ja, komm schon. Ich muss von dem Dreck treffen. Ja, das ist ja der gleiche Wurfangriff, den ich habe. Und dass sie treffen? Nein, das darf jetzt nicht wahr. Und wieder mit so einem Dreck an. Bin ich umgedreht, oder? Jawohl. Ha, 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 ha. Ja, was das angeht, ich bleib hier. Das war schon wieder Z, ich verstehe einfach nicht. Präzise, ja, wenn ich eins war, dann präzise. Boah. Wow. Din, din,
Sekunden. Okay. Das ist definitiv drauf. Zuerst habe ich vielleicht noch Witze gemacht, aber ich bin wirklich dankbar, dass wir uns getroffen haben. Ich freue mich auf unsere gemeinsame Zukunft. Wenn wir zusammenschließen, wird uns das ganze Universum zu Füßen liegen. Ja, was das angeht, ich meine. Ah. Haben wir noch irgendjemanden? Nö, wir haben Bills noch. Und Hit haben wir auch noch. 80 haben wir schon, okay. Es fehlen noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Boah, das ist ja noch viel zu viel, Mann. Und dann sind wir noch Final Fantasy 10 Musik. Okay. Neue Wakamoto werde ich wahrscheinlich auf Screen weitermachen. Ja, Jaco. Und ja. Sein haben wir noch ein bisschen Zeit, da kann ich noch ein paar Parallelquests und so machen. In der Zwischenzeit, da sind glaube ich sehr viele aufgetaucht. Und ja, dann würde ich sagen, ich beende den Part hier. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play Dragon Ball Xenoverse 2. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.